herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute den 1. April 2017 und ich mache mich jetzt auf dem Weg nach Hückelhofen und zwar zu einem Street-Food-Fest. Natürlich ist da auch die Smoothie-Werkstatt an Bord. Die Smoothie-Werkstatt habe ich mal in einem Vlog gezeigt, das war im Mai, aber da habe ich das einfach nicht so gut rübergebracht, wie super, super toll die ist. Die Smoothie-Werkstatt macht einfach aus frischen Obstprodukten frische Smoothies und das ist einfach faszinierend und wie super die schmecken. Und das möchte ich in diesem Vlog einfach mal heute zeigen, wie super die sind. Der Kai von der Smoothie natürlich, der hat natürlich gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, deine Phantom 4, deine Drohne mitzunehmen? Kannst mal coole Luftaufnahmen machen und das immer gut zu sehen. Und ja, da habe ich nicht Nein gesagt, aber ich weiß grundsätzlich, sollte man in Menschenumgebung nie fliegen, aber wenn das mit dem Veranstalter vorher abgesprochen hat, ist das grundsätzlich ein bisschen erlaubt, aber trotzdem sollte man aufpassen, um jetzt keine Probleme zu bekommen. Ja, das war's dazu. Ich fahre erstmal nach Hückelhofen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Direkt am Festival und dann gucke ich jetzt erstmal, wo halt die Smoothie-Werkstatt ist und dann würde ich sagen, dann schalte ich die Kamera dann an, weil ich denke mal, ein paar Meter muss ich bis dahin noch laufen, Drohne fischen und das. Und dann, ja, dann schauen wir erstmal. Grüß dich! Na? Na, alles gut? Nein, du bist ja zertifiziert, du darfst den Raum ja betreten. Ich weiß das. Ne? Kannst du mir gleich mal hier vor der Kamera mal irgendein Smoothie zeigen, was du jetzt denkst, was die Leute halt mal macht, wirklich probieren sollten. Das macht die Birgit. Die Birgit macht auch dann eine Ansage dazu. So, ich befinde mich hier in der Smoothie-Werkstatt und die Birgit wird mir jetzt einfach mal ein Smoothie empfehlen, was man euch wirklich empfehlen will und das möchte ich dir mal zeigen. Was würdest du jetzt dazu sagen? So, was für ein Smoothie machst du überhaupt? Sag mal also, so. Unsere Smoothies sind ja grundsätzlich alle lecker, aber ich bin momentan total begeistert von unserem Kiba. Kiba kennt jeder eigentlich, Kirsch-Banane, aber die meisten kennen ihn halt nur aus der Flasche. Ja. Und da ist er zuckersüß und ja, es schmeckt, aber ich weiß nicht. Ich mache jetzt einen Kiba, der schmeckt Granate. Dazu mach ihn für dich, Michael, ja? Ja, alles klar. Du probierst ihn? Genau. Und du sagst dann ganz ehrlich, ja, ich sag ganz ehrlich, wie er schmeckt. Dazu mache ich Bananen. So viel ungefähr. Anderthalb. Bananen. Dazu kommen Sauerkirschen. Kirsche und Banane. So, damit wir das Ganze flüssig bekommen, trinkbar, brauchen wir ein bisschen Flüssigkeit. Ich möchte da kein Wasser nehmen in dem Fall, sondern ich nehme, und zwar wirklich nur einen kleinen Schluck Kirschsaft. Mehr nicht. So, und jetzt geben wir das Ganze mal auf unseren schönen Mixer und lassen das mal schön. Es ist jetzt fertig, aber ich möchte das ganz besonders cremig für den Michael, also lasse ich noch eine kleine Runde laufen. Okay. So, das reicht. Ein Becher, ein Deckel, ein Strohhalm. Jetzt mal hier diese geniale Farbe. Wow. Na? So. Machen wir den Deckel drauf. Den Strohhalm rein. Michael, das ist dein Kiba. Ja. Den darfst du jetzt mal probieren. Und dann bin ich gespannt, was du sagst. So, dann probierst du mal. Ja. Boah. War das jetzt ehrlich? Ja.
Der schmeckt Hammer, oder? Ja, richtig Hammer. Richtig im Bananengeschmack. Ein bisschen säuerlich, ne? Ja, ein bisschen säuerlich. Schön erfrischend, es ist kein Zucker drin. Und ich finde den Hammer. Mega. Ja, also wirklich. Also, freut den mich. Den kann man wirklich empfehlen und ja, das würde ich jetzt mal sehen. Hier stehen manchmal Leute und sagen, die Kiba, das haben wir immer, das kennen wir. Und dann sage ich immer, Leute, probiert das mal. Es schmeckt ganz anders als das aus der Flasche. Ne? Genau. Ja. Also. Kann man nur weiterempfehlen. Kann ich wirklich sagen. Danke. Gerne. Also eben, wo ich den Smoothie Kiba probiert habe, der ist sehr, sehr faszinierend. Aber ich möchte nicht nur alles von der Smoothie-Werkstatt zeigen. Nein, ich laufe gleich mal mit den Kai mal hier ein bisschen rum und zeige euch einfach mal, was hier also von dem Festival hier zu sehen gibt. Und da werdet ihr jetzt mal ein paar schöne und tolle Impressionen sehen. Da würde ich mal sagen, los geht's. Thank you.
Also, ich bin wieder aus dem Auto und das, der Tag hier am Street Food Fest war ein sehr, sehr schöner Tag. Hier im Hückehofen ist ein sehr schönes Street Food Fest. Man hat sehr viel gesehen. Allgemein Essen, Getränke, Smoothies, dann Live-Konzert. Was haben wir noch gehabt? Dann, ja, noch viele Sachen, die so lecker waren, so Fleischgerichte und so viele Sachen. Es gab so viele Sachen zu sehen, also es ist einfach fabelhaft. Aber ich fand das sehr schön hier am Street Food Fest. Das Wetter war zwar nicht so perfekt, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber es ist okay. Weil es hat öfter geregnet, dann war wieder trocken, hat wieder geregnet, war wieder trocken. Aber ich habe den perfekten Zeitpunkt ausgenutzt, um meine Drohne zu starten. Ich durfte die auch da starten, war gar kein Problem. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe ja eine Zusammenarbeit mit der Smoothie-Werkstatt, für die ich ja mehrere Videoaufnahmen produziere. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Das finde ich jetzt so nach meinem Wissen. Und ja, das war eine sehr, sehr gute Sache, dass alles so perfekt geklappt hat. Natürlich haben auch andere Leute mich gefragt, ob ich für die auch was produzieren kann. Aber wenn das zustande kommt, wäre eine coole Sache. Aber ich erhoffe mir nichts. Ich arbeite einfach weiter in meinen Projekten, wie ich das für richtig halte. Ja, das war ein Start zu die Smoothie-Werkstatt, wie ich nur erwähnen kann. Ist einfach eine top Smoothie-Produktion, die sie aus frischen Obstprodukten Smoothies machen. Und ich bin immer fasziniert, was die für leckere Smoothies machen. Und am besten guckt ihr mal in der Videobeschreibung. Da werdet ihr einen Link finden von der Smoothie-Werkstatt. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und könnt diese frischen Smoothies probieren. Und die sind einfach faszinierend. Ich kann es nur einmal sagen. Na gut, das war's jetzt zu diesem Impressions-Vlog-Video oder wie ich das nennen mag, weil ein richtiger Vlog war es ja nicht, das habt ihr, denke ich, mal erkannt. Aber, naja, richtige Vlogs kommen ab dem 10. April. Ab dem 10. April fliege ich nach Kenia und diese Vlogs werden erst ab dem 3. oder 5. Mai online kommen, weil ich ja vom 10. April bis zum 2. Mai nach Afrika fliege in Kenia und ja, da habe ich halt nicht die Möglichkeit, das Internet hochzuladen, diese Videos, und Punkt 2 nicht die Zeit dafür. Und ich möchte einfach meinen Urlaub genießen und nicht nur schneiden, rausgehen, Film schneiden. Da hat man einfach nicht die Zeit dafür. Und deswegen finde ich die beste Variation. Man wartet, bis man wieder in Deutschland ist. Und dann macht man diese Aufnahmen. Und dann hat man einfach die Ruhe zu schneiden. Und man kann sich auf diesen einen Punkt nur konzentrieren. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen oben freuen. Oder auch nicht, ehrliche Kritik ist mir viel lieber als das Gegenteil davon. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, könnt ihr mich auch sehr gerne abonnieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Hey Michael, deswegen dir. Alarm! Drohne über Hückelhofen! They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine.